So, meine Herren und Damen, ich begrüße euch zu Watch Dogs Legion Bloodline. Und zwar, wir haben den Standort von Ranch höchstwahrscheinlich entdeckt und da sind wir jetzt auf dem Weg dorthin. Weg, 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 weg. Danke fürs Einschalten. Shit. Wir brauchen eine Tatort-Crew. Verdächtige in ihrer Umgebung gemeldet. Möglicherweise bewaffnet und gefährlich. Wir untersuchen das. Halten uns bereit. Okay. Sag mir, was ich hier in Brixton mache. Geh zurück und sieh dir das Video an. Rechts in der Ecke seiner Werkbank siehst du ein Arduino-Board, das mit einem seiner Geräte verbunden ist. Arduino? Also steuert er seine Geräte mit Funkwellen. Vermutlich über eine Optik. Und das hilft uns? Nein, tut es nicht. Es sei denn, du kommst in die Reichweite hochfrequenter Funkwellen. Dann musst du einfach jedes Objekt in der Nähe anpingen. Bei einer hohen Konzentration von Objekten mit einem Pingback niedriger Latenz gibt es eine große Sammlung Arduino-Boards. Und ein ganzes Arsenal an Geräten. Und da wir bereits wissen, dass er in Brixton ist, musst du nur hingehen und ich nutze den Arduino-Pingback, um sein Versteck zu finden. Super Arbeit, Jackson. Also, ich habe nachgedacht. Wenn das vorbei ist, sollten wir beide uns zusammensetzen und über alles reden. Klar. Das würde mir gefallen. Aber ich habe jetzt schon eine Frage. Wenn das okay ist. Über Lina? Nein, über... Du siehst nicht gut aus, Aiden. Ich mache mir Sorgen. Wann wirst du das alles beenden? Danke. Ich versuche ja, in Rente zu gehen. Klappt nur nie. Man kann Menschen auf viele Arten helfen. Ich habe vielen Leuten geholfen und nie jemanden erschossen. Können wir später darüber reden? Ja, ja. Denk nur mal über einen Ausstieg nach, okay? Denn jetzt gerade glaube ich, dass das so oder so übel ausgeht. Wo bleibt denn die Verstärkung? Ah! Bin unter Beschuss! Zentrale, wir haben... An die Arbeit. Ich stecke hier fest. Zielperson ist verletzt. Es werde Nacht. Ich neutralisiere den Verdächtigen. Verfolgungsjagd ein Ende. Oh, Scheiße! Auch besser.
verletzt! Officer verletzt! Alter! Ja, da habe ich mich mit Albion angelegt. Das kann doch schief gehen. Ah, du kannst mich mal. Verschwinde! Okay, sag mir, was ich hier in Brixton mache. Geh zurück und sieh dir das Video an. Rechts in der Ecke seiner Werkbank siehst du ein Arduino-Board, das mit einem seiner Geräte verbunden ist. Arduino? Also steuert er seine Geräte mit Funkwellen. Vermutlich über eine Optik. Und das hilft uns? Nein, tut es nicht. Es sei denn, du kommst in die Reichweite hochfrequenter Funkwellen. Dann musst du einfach jedes Objekt in der Nähe anpingen. Bei einer hohen Konzentration von Objekten mit einem Pingback niedriger Latenz gibt es eine große Sammlung Arduino-Boards. Und ein ganzes Arsenal an Geräten. Und da wir bereits wissen, dass er in Brixton ist, musst du nur hingehen und ich nutze den Arduino-Pingback, um sein Versteck zu finden. Super Arbeit, Jackson. Also, ich habe nachgedacht. Wenn das vorbei ist, sollten wir beide uns zusammensetzen und über alles reden. Klar. Das würde mir gefallen. Aber ich habe jetzt schon eine Frage. Wenn das okay ist. Über Lina? Nein, über... Du siehst nicht gut aus, Aiden. Ich mache mir Sorgen. Wann wirst du das alles beenden? Danke. Ich versuche ja in Rente zu gehen. Klappt nur nie. Man kann Menschen auf viele Arten helfen. Ich habe vielen Leuten geholfen. Und nie jemanden erschossen. Können wir später darüber reden? Ja, ja. Denk nur mal über einen Ausstieg nach, okay? Denn jetzt gerade glaube ich, dass das so oder so übel ausgeht. Okay. Also hier muss er sich irgendwo aufhalten. Ich gehe jetzt mal hinten rum, vielleicht ist ja da was. Okay, du bist jetzt echt nah dran. All diese Geräte laufen durch den öffentlichen CTOS-Hub. Finde den Hub und ich kann die genaue Position markieren. Alles klar. Dieser ganze Bereich ist offen. Das wird ein Problem, wenn er auf seine Drohne steigt. Schon dran. Alle Drohnen in London sind über ein CTOS-Luftverkehrskontrollsystem verbunden. Ich muss nur ein lokales Relais hacken und einen Reboot ausführen. Das sollte alles für ein paar Minuten auf dem Boden halten. Aber gib dafür nicht deine Deckung preis. Rampart sucht noch nach dir. Halt dich bedeckt. Das schaffe ich schon. Außerdem bin ich schon seit 20 Minuten weg.
Also eine rein theoretische Diskussion. Jackson, wie läuft's mit der Drohnensteuerung? Jackson, komm, wo bist du? Das war's, ich breche ab. Ich komm zu dir. Nein, nein, nein. Dumme Idee. Verdammt, was machst du auf diesem Kanal? Hab ich dir doch gesagt. Als ich Jackson gefunden habe, wollte ich, dass du es siehst, damit du mir glaubst. Sag Hallo zu Onkel Aiden. Tut mir leid, Aiden. Ich hab's verkackt. Oh, armer kleiner Scheiße. Alter. Ach du Scheiße. Durchsucht das Gebiet. Versuch's da drüben. Verteilt euch. Aufhören. So. What the fuck? Ach, deine Mama war ein großer Fehler. Thank you.
Leg los. Das ist wirklich süß. Wie kommen wir jetzt da am besten rein? Nicht gut. Granate ist raus! Nein. Scheiße! Drehen wir den Saft ab. Ich hab vielleicht eine Idee. Okay, auf geht's. Scheiße! Nein! Nein! Okay?
Fick dich einfach! Ja, es sind alle ausgeschaltet. Hey, Aiden. Im Geiste unseres freundschaftlichen was auch immers wollte ich dich wissen lassen, dass du nicht vor meinem echten Versteck bist. Nein, das ist ein Köder. Ja, ja, genau. Ein Köder. Es ist vorbei, Ranch. Sag mir, wo du bist. Ah, das kann ich nicht. Oh, und wenn du Sicherheitsdrohnen siehst, die lassen dich in Ruhe, wenn du weggehst. Also, geh bitte weg. Auf keinen Fall. Die Fahndung raus. Wir haben die Spur verloren. Einfach mal abschalten. Okay, wir haben sein Versteck gefunden. So. Okay, also das ist mein echtes Versteck. Du hast mich, aber natürlich habe ich einen Notausgang. Hast du echt gedacht, ich hätte keinen anderen Weg hier raus? Für wie dumm hältst du mich? Wohl für ziemlich dumm. Mann.
Okay. Mal gucken, was passiert. Treffen wir auf Ranch oder auch nicht. Ruf doch vorher an. Hey, 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 komm schon, Mann. Wir sind auf derselben Seite. Broker Bridge. Jetzt. Da. Au. Echt? Arschloch. Warte. Warte. Hey. Keine Maske. Kein Ranch. Nur Reggie. Du kannst das nicht Rampart geben. Welchen Deal ihr auch habt, er wird dich bescheißen. Glaub mir, ich weiß das. Er ist nicht dumm, er weiß, wer ich bin. Er wusste auch, wer ich bin, darum kam er ja auf mich zu. Sagte, es gab über meine DedSec-Verbindungen einen Artikel. Diese Roboter sind von dir? Ja. Ich kann Roboter, er kann Business. Er hielt eine tolle Rede über die Raumfahrt und menschliche Evolution und ich bin voll drauf reingefallen. Ja, den Teil kenne ich. Und jetzt? Willst du jetzt Rache? Nein. Naja, ja. Aber ich bin es einfach leid, dass Verbrecher und Betrüger die Welt regieren. Keine Ahnung, was ich genau will. Aber er darf nicht gewinnen. Sorry, Reggie, ich habe keine Wahl. Wenn du mich fragst, ich habe lange gegen Typen wie Rampart gekämpft. Es klappt nicht. Und jetzt? Wir geben alle einfach auf? Tun wir nicht. Manche Kämpfe sind es wert. Okay, war jetzt ein bisschen unspektakulär, aber da kommt doch noch was, oder? Das hat mich jetzt extrem erstaunt, dass Ranch sogar seine Maske abgezogen hat. Das hat mich erstaunt. Rampart, ich bin's. Ich hab deine Broker Bridge. Gib mir Jackson. Cool, er ist direkt hier. Aiden, mir geht's gut. Lass dir von diesem Arschloch nicht sagen, was du tun sollst. Das reicht jetzt. Du hast es jetzt fast geschafft, Aiden. Verkack es bloß nicht. Okay, Thomas. Ich bin unterwegs. Du bist sehr vertrauensvoll. Schließlich könnte ich vorhaben, dich und deinen Neffen umzubringen. Du sagst, deine Leute haben mir nachgeforscht. Was haben sie gefunden? Es gibt viele Geschichten über den furchterregenden Aiden Pierce. Die meisten sagen, dass die ganze Gewalt in Chicago nur ein gewöhnlicher Bandenkrieg war, der dem Fuchs in die Schuhe geschoben wurde. Aber nachdem ich dich getroffen habe, glaube ich alles. Nach Chicago warst du angeblich weltweit tätig. Ich habe Verbindungen zu ermordeten Warlords, Blutdiamantenhändlern und Diktatoren gefunden. Und ein Dutzend ähnlicher Gerüchte. Und das bringt uns mehr oder weniger zur Gegenwart. Aber was hat das alles zu tun mit deinem Auftauchen und deinem Vertrauen, dass ich unseren Deal einhalte? Sieh es mal so. Wenn nur die Hälfte von dem, was du sagst, stimmt, willst du wirklich das Risiko eingehen und dich mit mir anlegen? Weißt du was? Ich stimme dir zu. Ich habe keine Hintergedanken. Bring mir die Broker Bridge und es ist vorbei. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Bin ich jetzt mal offen und ehrlich. Das hat mich jetzt schon erstaunt, dass Ranch auf einmal die Maske abgezogen hat. Das hat mich jetzt schon ein bisschen erstaunt, bin ich, wenn ich ehrlich sein darf.
Schwach! Alles gut. Sorry. Okay, los geht's. Holen wir Jackson zurück. Du bist hier, endlich. Es sind alle bereit. Dein Neffe und ich werden in meinem Büro auf dich warten. Sind Sie besorgt wegen der Albion-Präsenz in London? Ja, das wird höchste Zeit, denke ich. Denken Sie mal drüber nach. Wenn wir so früh auf den Straßen gehabt hätten, hätten Sie den Torenanschlag garantiert verhindern können. Und wie soll ich da rein? Ständig reden die Leute von Bürgern. Das einzige Bürgerrecht, auf das ich mir erinnere, ist... Hier ist ein Pfeil nach unten, also wahrscheinlich irgendwie unterirdisch. Absolut nicht. Worüber regen die sich auf? Ist ihre Gesichter gescannt? Ich war bei einem Kampf. Also zeig mich doch an. Ich will es nicht mehr alt. Ja, wie soll ich da reinkommen? Gibt es da irgendeinen unterirdischen Eingang? Mal gucken. Ja, meinetwegen. Ich bin gespannt. Okay, da lang. Gut, gib mir die Broker Bridge und verschwinde. Sobald ich verifiziert habe, dass sie nicht beschädigt ist, lasse ich deinen Neffen frei. Niemals. Ich gehe nur mit Jackson. Idiot. Dann stecken wir wohl in einer Sackgasse, Aiden. Nicht mehr lange. Runter auf den Boden. Los! Es geht nicht auf! Ich komme jetzt. Dann finde ich Jackson besser unversehrt vor. Mr. Pierce. Wo ist sie? Wir gehen. Nein, nein, nein. Nicht bevor ich sie getestet habe. Ist okay, steh auf. Probier die Tür. Verschlossen. Krieg ich auf. Gib mir eine Sekunde. Je schneller, desto besser. Das Gebäude ist verriegelt, Aiden. Gib auf und ich lass dich nicht leiden. Alle Gäste gehen bitte zur Mach die scheiß Tür auf! Los! Sofort! Dann ruft die scheiß Panikraumfirma an und holt euch den Code! Ist mir egal! Schießt sie meinetwegen auf! Drehen wir den Saft ab.
Deshalb werdet ihr nicht rauskommen. Und offen. Los geht's. Jackson, wurdest du getroffen? Nein. Alles gut. Lass den Kopf unten und achte auf mich, okay? Okay? Ja. Ja, ich bin bei dir. Machen wir es interessanter. Wenn ihr Aiden Pierce tötet, werde ich euer Gehalt verdoppeln. Nein, verdreifachen! Achtung, Jackson. Bleib unten. Biete möglichst wenig Angriffsfläche. Kapiert. Schwerpunkt über der Hüfte. Möglichst leise laufen. Ja. Vielleicht finden wir einen Helm für dich. Aiden, du machst mich nervös. Okay. Du machst das super. Okay, mein Friend. Ja. Sie planen vermutlich einen weiteren Hinterhalt. Und was machen wir jetzt? Gehen wir zurück? Nein. Nein, ich glaube, wir machen das Licht aus. Kleinen Moment. Ich muss erst aufladen. Bye bye, Technologie. Ja, wie denn? Bitte zum nächsten Ausgang und tragen ihren Besucher. Ach so. Du bist dran. Du gehst auf Demos, ja? Wurde schon auf dich geschossen? Ja, Gummigeschosse und Tränengas und so. Das ist anders. Wurdest du je getroffen? Nein. Dann ist es nicht anders. Wenn du bei einem Gummigeschoss ausweichen kannst, schaffst du das bei einem normalen auch. Okay, versuche ich. Dies ist ein Abriegelungsalarm. Es befinden sich Eindringlinge im Gebäude. Schussgenehmigung auf alle Unbekannten ist erteilt. Das war früher einfacher. Du hast das schon mal gemacht? Nicht ganz genau so, aber nah dran. Was ist dort? Was ist mit dem Licht? Bring's in Ordnung, du elender Idiot. Dies ist ein Abriegelungsalarm. Alle Kampfgruppen zu den Sicherheitsstationen. Der Engpass voraus. Kann man nicht umgehen. Ist das gut oder schlecht? Schlecht. Sie werden auf uns warten. Also, was tun wir? Halt einfach den Kopf unten und überlass mir den Rest. Und wenn es schief geht,
dann läufst du. Wenn nichts dein Herz oder deinen Kopf trifft, kannst du normalerweise weiterrennen. Du rennst also weiter, solange es geht, okay? Ja, das gefällt mir. Los geht's. Ihr kleinen Scheißer, werdet hier nicht rauskommen! Einfach mal abschalten. Alle Kampfgruppen zu den Sicherheitsstationen. Das war gut. Alter. Ihr kleinen Scheißer, werdet hier nicht rauskommen! Gute Arbeit, Jackson. Alter, was ist denn das? Aber eine coole Herausforderung, die sind ja neu, die Bots. Ihr kleinen Scheißer, werdet hier nicht rauskommen! Das war abgefahren.
An alle zivilen Mitarbeiter, bitte verstecken Sie sich. Heute nicht. Einfach mal abschalten. Bleib bloß liegen. Es befindet sich ein Eindringling im Gebäude. Schutzgenehmigung auf alle Unbekannten ist erteilt. Das gehört. Bitte verstecken Sie sich. Energieversorgung übersetzt. So geht das. Jackson, alles okay? Alle Gäste gehen bitte zum nächsten Ausgang und tragen ihren Besucher. Sekunde. Ich möchte mit Ranch reden. Bagley, ruf ihn zurück. Verbindung wird aufgebaut. Hayden! Hey, du hast überlebt! Schon wieder! Was hast du dir dabei gedacht? Ich hab mir gedacht, du bist Hayden Pierce, die knallharte Legende. Ich wusste, du würdest es rauskriegen. Und so gewinnen alle. Also, außer Rampart. Der ist tot. Nicht ganz. Das war nur ein Streifschuss. Okay, also kein überragender Sieg, aber 8 von 10 Punkten. Rampart ist am Arsch. Er wird einen Haufen Geld verlieren und in den Knast wandern. Du hättest fast Jackson umgebracht. Oh, na gut. 7 von 10. Können wir das bitte auf dem Weg zurück besprechen? Wovon redest du? Dachtest du, ich lass dich im Regen stehen? Ich bin beim Fuhrpark. Hab uns schon eine Karre besorgt. Nimm einfach den zentralen Aufzug. Vielleicht steht da FP oder so. Okay. Wir sind gleich da. Okay. Ja, das dachte ich mir schon. Reg ist keiner, der einen einfach so im Regen stehen lässt. Sorry. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay.
Lebt er noch? Ja, gerade so. Hast du vielleicht einen Huddle oder sowas? Ja. Passt das? Was machst du? Wäre er nur bewusstlos, würde er auf Schmerzen und Geräusche reagieren. Tut er nicht. Meinst du, er liegt im Koma oder so? Scheiße, was hilft bei Koma? Ihn ins Krankenhaus bringen. Wo uns Rampart erwischt? Geht nicht. Ich weiß. Fuck! Okay. Als erstes müssen wir ihn stabilisieren. Er hat viel Blut verloren. Also brauche ich Verbandszeug, Jodlösung, einen Tropf. Wow, mach mal halblang, Florence Nightingale. Ich werf mich in Schale und dann gibst du mir deine Liste. Und wo willst du das Zeug besorgen? Keine Ahnung, vielleicht überfalle ich einen Krankenwagen. So, du bleibst hier und kümmerst dich um Aiden, okay? Und keine Panik. Onkel Ranch hat alles im Griff. Okay. Dann kann es jetzt sein, dass wir Ranch spielen oder wie oder was oder wie. Ja. Aiden ist ja verletzt. Ach du Scheiße, wir haben auch viel zu viel Ja. Aha! Aber das möchte ich in der nächsten Folge mit euch machen. Wir haben eh schon jetzt extrem krass überzogen. Auf die nächste Folge. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Haut rein. Euer